So, da muss ich noch die Kompanie hier loswerden. Jo. So, einen von denen muss ich zum Extrahieren noch markieren. Wann kriege ich das nächste Mal Minions auf Stufe 6? Ich könnte theoretisch das Minion-Upgrade freischalten. Na, zählen wir mal durch. Ich brauche die beiden Dinger noch. Macht 8. Macht 11. Macht 12, macht 15, 16. Kriege ich so viele Punkte noch zusammen? Hier kriege ich 3. Fürs Einheitenbeschwören kriege ich auf jeden Fall noch einen Punkt. Kann ich hier kurz machen. So, kriege ich den einen Punkt fürs Einheitenbeschwören. So. Habe ich schon mal 3. Also könnte ich das hier schon mal wegzählen. Die doppelten Mauerfallen. Hier kriege ich 3. Hier kriege ich noch mal 4, macht 7. Hier kriege ich noch mal 2, macht 9. 3 macht 13. Und hier noch mal 2. Also scheinbar kriege ich genug. Also 3, 3, 7, 9, 12, 12, 16 plus 3 macht 19. 12, also 12. 15, 16, 19. Würde ich noch 2 Einheiten verschwenden, würde ich doch 2 Punkte kriegen, aber nee. Rentiert sich volle Kanne nicht. 16, 17. Ah ja, das hier wäre doch die maximale Anzahl. Nee. Die Fallen, wie viele ich. Wie viel Ladungen die Fallen haben. Das hätte ich nämlich auch irgendwie noch gerne. So, vor lauter Rumrechnen habe ich jetzt die wichtigen Sachen vergessen. Nämlich zum einen meine Truppen hier hin supporten, Ball hier hin supporten, Kiste aufzumachen. Life. What's the point anyway? Noch ein Feuerhexer. So. Und eine neue Rune, okay. Das heißt, die Squads gehen jetzt essen und dann holen wir uns Schätze. Oh, wir haben jetzt 4 Punkte. Die könnten wir schon mal ausgeben für Squad 4. Und ich schicke 2 meiner Imps, die mal frei stehen zurzeit. So. Mal los, sie sollen sich amüsieren. So, währenddessen bereite ich schon mal Squad 3 ein bisschen vor. Da wird dann die erste kostenlose Einheit reingestopft. Die ich bekomme. So, jetzt kann ich schon mal Squad 1 und Squad 3, 2 losschicken, Schätze besorgen. Es gibt nur eine 1er Schatzmission hier. Schiebung. Bäh. Naja, müssen wir halt auf 2-mal die Schätze holen.
Nein, die Kostenlosheit möchte ich nicht. Ich möchte jetzt erstmal viel lieber hier zwei Teerfallen haben. Zwei Säurefallen haben. Dahinter eine Teerfalle. Und dahinter. Ach was. So. So kriegen wir schon mal etwas Gold zusammen. Oh, und wir haben wieder Platz für Imps. Komm, da geht die auch bei Feiern. So. Küche brauchen wir noch nicht wirklich. Die zweite besetzt halten. Deswegen schicken wir die Imps erstmal zum Feiern. Jetzt könnte ich die Mauerfalten freischalten. Sehr schön. Da kriege ich auch gleich zwei Punkte, wenn ich den ersten Matscher hier und den zweiten Matscher aufstelle. So. Wir müssen noch einen Held extrahieren und zwei töten. Ich sollte mir einfach vielleicht nur angewöhnen, das, was wichtig ist, zuerst freizuschalten und dann zu sehen, was dabei rauskommt. Schon wieder ein Schamane, ist das ein Witz? Wisst ihr was, Schamanen? Jag ich in die Luft. So. Wer braucht schon Schamanen? Heroes are entering your dungeon. Hey, wer braucht einen Fall der Helden? So, die eine kommt in den Extraktor, dann kann der andere seine Materialmarkierung wieder haben. Es ist blöd, dass man nicht sieht, was für eine Markierung die drauf haben. Gut, man könnte auch seinen Minions einfach sagen, tötest du für Material und die für den Extraktor, aber das finde ich dann etwas blöd. So. Helden tot, ein Berserker, den brauchen wir auch nicht, den könnten wir fürs nächste Squad gebrauchen. Ah, aber 4 Punkte. Schalten wir Rüstung frei. Wir müssen noch eine Einheit beschwören, oder? Ja, eine kostenlose Einheit fehlt noch. Gut. Helden sind tot. Na, die freuen sich, wenn sie mal gewonnen haben. Das mit dem brennenden Truthähnen hier ist ja auch lustig. 10, 2, 3 ist zugenagelt, 4. Tolle Startlöcher. So, kommt, ich brauche noch die dritte Einheit. Los. Die fünfte kostenlose Einheit. Hier stehen ja nur zwei, weil ich zwei in die Luft gejagt habe. Deswegen habe ich gerade 3 gesagt. Na, ich bin bei dem Spiel irgendwie heute ein bisschen verpeilt. Oh, ich kann Fallen platzieren.
So, wenn die irgendeinen Raum eindringen wollen, werden sie dann zerpiekst. Gepiekst, tot gemacht, einfach kaputt. Du, dahin. Und du dahin und freigraben, bitte. So. Und du wieder zurück. Obwohl, da ist jetzt die letzte kostenlose Einheit. Und die letzte kostenlose Einheit ist nochmal ein Schamane, der in die Luft gejagt werden will. Toll, da hat es wieder einen Berserker von mir erwischt. Dann kommt da der eben rein und wir bilden hier einen Schreckensfürsten aus, für den wir nicht genug Pilze haben. Aber wir haben für einen Recken genug Pilze. Aber einen Recken haben wir schon in der Auswahl. Okay, dann kommt er halt ins nächste Squad. Auch gut. Ah, aber wir können dem Trupp schon mal Rüstungen geben. Jetzt brauche ich als nächstes noch das hier. Durch verschiedene Räume könnte ich das erreichen. Oder durch die Einheitenausrüstung. Bin ich mir noch nicht so genau sicher. Auf jeden Fall, ihr müsst trainieren. Und ihr müsst was essen. Und ich könnte Pilze gebrauchen. I feel the need. Schicken wir mal Baal alleine da rein. Ah, erstmal den Ersatzmann holen. So, der kann beim Materialien schleppen helfen. Long time no see, young Mr. Balgorian. You may not have seen me, but I've had my eyes on you all along. I am fully aware that many of your actions continue to produce highly inappropriate ripple effects. For instance, you have made many dwarves extremely happy by helping them to root out the evil in Grav Urtat. You know what? I'm getting kind of fed up with this. What does a guy have to do to get some appreciation, hmm? Must I be a total loser, like you? Whatever do you mean? I did some research in the archives of the Ardanian Towncriers Association as we passed by Libertinum. Are you, in fact, the fair-haired Balgorian of Kel'Jurn, hmm? The one allegedly destined to purify the world from evil and close the gates of hell? Well, I, you see, it... Don't deny it! Beneath those fancy clothes, I bet you still have that star-shaped birthmark. You were described as a new hope, not the phenomenal menace you led me to believe. Then, at the age of 12, nothing. What happened? A loser? Couldn't take the pressure? Too scared? If you must know, I was diagnosed with a severe case of asthma combined with an overly delicate digestive system. Not exactly the traits of a hero. As word got out, I went from being the talk of the town to being the joke of the town overnight. My parents felt so embarrassed that they threw me out. I only survived thanks to the rotten food hurled at me by my former fans. Oh, well, all right. That's actually kind of sad. Not so much. After all, it molded me into the harmonious man I am today. And that man says you need to do better if you are to impress my masters. Okay, any idea how? Perhaps. Ever heard of Lady Clinton, the niece of Garibaldar, the King of Mayhew? Her husband was caught with his pants down in the arms of his secretary. A gnome, no less. You should seek her out. I'm sure Lady Clinton would consider rewarding you handsomely for helping her to deal with the situation. So, here's the deal with Lady Clinton. There was... Okay, da ist jetzt gerade irgendwie der Ton ausgefallen. If we kill him, she will give us something nice, which would be... nice. But maybe we can gain even more by siding with the intended victim, hmm? Lady Clinton will definitely send other assassins besides us. I can contact the witness and demand he pay us for protection.
What do you say? It's your call. Okay, einer traurigen Lady beistehen oder ihren Augenzeugen töten. Die Nebenmission hatten wir auch schon mal, nur dass es da gerade anders drum war, nämlich dass sie ihren Mann betrogen hat. Und wir haben den Augenzeugen getötet. Ich denke, wir machen es dieses Mal anders drum. Schutzarmament her. Ja. Und dann schicken wir Trupp 1 los zu dem Augenzeugen, wo immer der auch stecken mag. Das sind zwei Level 2 Krieger und eine Bäuerin oder ein Bauer. Okay. Wieder zurück in meinen Dungeon der Herrlichkeit. Wir brauchen nämlich einen Schreckensfürsten immer noch.